Kaufrausch nur, den nur das Ziel töten. Wird schwierig. Ich lasse das. Doch. Ich bin hier gesetzlos, von daher passt das. So, die Ärzte haben wir jetzt auch. So. Ich mal darüber rennen. Ihr wandert im finsteren Tal, wenn ihr nicht kommt. So. Er wird alle töten, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, ich könnte auch hinreiten, aber weiß ich, habe ich gerade keine Lust drauf. Ich will gerade so ein bisschen Spaziergang machen. Es levelt mich ja nicht, so wie bei Valheim zum Beispiel. Oh, warum gehe ich nicht eigentlich da eben kurz rauf? Und mach da noch den Arzt, weil wenn er sowieso gerade theoretisch auf dem Weg liegt. Ich sage deswegen theoretisch, weil das nicht tut, weil ich da jetzt hochlaufen muss noch. Wir sind da eh gleich oben. Dann kann ich den auch noch eben ganz entspannt machen und dann haben wir noch einen Arzt weniger. Ah ne, der ist ja schon fertig. Wurde nur so angezeigt, weil ich ja nicht auf derselben Ebene bin. Ich dummerle. Also ich denke jetzt nicht, dass wir schon zum Ende hin vegetieren. Wir sind jetzt in, ich glaube, in Sektion, nee, in Sequenz 8. Aber dennoch, wir haben eigentlich nicht mehr viel vor uns, glaube ich. Finde ich zumindest. Also wir haben wirklich nicht mehr viel. Das kann gar nicht sein. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Oh, moin, moin. Da ruft die Wache. Ich bin doch für Kunst und andere Güter. Um euer Geld abzuzwacken. Kann er mal aufhören zu klampfen? Habe ich noch den Pferdestall da hinten dann nicht? Da ist auch noch ein Templar-Unterschlupf. Ich habe mir zwar, wie da eine Tür reinpasst in das Aquädukt und dass dahinter was ist, aber vielleicht haben die Templer ja eine Schrumpftechnik entwickelt oder so. Wäre interessant zu wissen. Zumindestens. Laut meiner Meinung wäre das interessant, mal sowas so zu erklären, oder dass man wirklich mal sowas, also ja, Minage Cap ähnlich macht, würde ich sagen. Jetzt nicht Minage Cap genau macht, weil, nee. Aber es wäre Minage Cap ähnlich, dass man eine Schrumpftechnik hat und dann in eine kleine Stadt mit reinkommt, die man geschrumpft hat oder so. Weiß ich nicht.
Das ist eine Behauptung. Denn so wie ihr die anderen behandelt, werdet auch ihr behandelt. Doch Bruder Ritoro spuckt auf sie. Ihr Paulaner. Wir Paulaner brauchen Spenden, um zu überleben. Ist Paulaner nicht im Bier? Ich finde halt interessant, je mehr man es baut, umso heller wird das Spiel im Nachhinein. Sieht zumindest so aus. Alle Doktoren? Okay, 15 Händler renoviert. Sehr überrascht, dass wir das jetzt so fix hingekriegt haben. Oh, wir haben Geld gekriegt. Anscheinend. Warum spawnt der da auf einmal so? Diese Copernicus-Sache, da will ich jetzt mal nicht rein. Mal runtergehen, danke. Ich denke mal, wir haben das jetzt, oder? Alle anderen Stellen haben wir jetzt auch. Haben wir jetzt alles renoviert, ist die Frage. Die Fraktionsgeschichten. Jetzt ist nur noch hier diese Special-Dinger noch, ne? Die Fraktionshäuser vielleicht noch, die genommen mit dazu. Könnte man auch noch machen. Da haben wir aber auch noch bestimmt ein paar hier rumfliegen. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach.
dass du hier stehst, ist das Problem. Mir im Weg stehst einfach. Soll denn dieses Fraktionshaus sein? Hm. Weiter oben? Hier oben? Würde ich mal Söldner einpacken. Hier 90%. Ich denke mal, als nächstes sind diese Fraktions... Gebäude noch gedacht, dass man die noch hochfix renoviert und dass man dann noch diese Wahrzeichen nimmt. Da haben wir noch okay, hier sind noch 5 Stück, aber ich würde sagen, haben wir hier denn schon alles renoviert? Ich glaube, das Einzige, was noch renoviert werden muss, ist der Pantheon. Dann haben wir 10% des Bezirks Zentro. Wie viel das Pantheon kostet. Wird bestimmt jetzt außerhalb unserer Preisklasse sein. Kann ich dann verstehen. Sind bestimmt 30.000 oder so locker. Ja, 37.000 oder so, brauchen wir noch 28.000, um das jetzt zu machen. Sollen wir noch mal eben, ich würde noch mal zur Tiberinsel hin. Ja, also Punkt haben wir auch schon in der Nähe. Dann würde ich schnell zur Tiberinsel. Oder zur Tiberinsel. Und dann möchte ich da nochmal ganz kurz meine Rekruten nachgucken und gucken, ob ich auch alle rekrutiert habe, die ich rekrutieren kann. Wenn nicht, muss ich noch einen rekrutieren. Oder zwei oder drei oder so. Dann kann ich natürlich auch noch EP verteilen. Jetzt nochmal hier reingucken, müssten jetzt eigentlich noch mehr hier stehen. So, ein Opferdinsel der Assassine wurde angeworben. Angeworben, Signal verliehen, angeworben. Angeworben, verliehen, angeworben. Angeworben. Neuer Rekrut, neuer Rekrut, neuer Rekrut, neuer Rekrut. Wir hatten jetzt das einzige, ja. Rüstung oder Waffen? Haben die alle keine EP mehr? Okay, wir sind jetzt voll mit dem Rekrutieren, ne? Also ich würde mal so ein paar Leute auf Mission schicken, vielleicht. Dass wir mal einen von diesen besseren Assistenten in die Aufträge reinschicken. Nach Köln.
Hier haben wir noch ein bisschen Ausrüstung. Aber das haben wir auch noch nicht alles voll. Die Waffe haben wir auch noch nicht alles voll. Da haben wir Lucretia komischerweise hängen, obwohl wir sie noch nicht umgebracht haben. Weil ihn haben wir auf jeden Fall umgebracht und ihn haben wir umgebracht. Und ihn haben wir schon, aber Lucretia haben wir noch nicht umgebracht. Oder hat sie selber umgebracht? Keine Ahnung. Oh. So, dann gehen wir nochmal ins andere Zimmer, weil da haben wir Modelle von Leonardo, glaube ich. Weil wir noch nichts haben. Und teilweise Waffen, also wir müssen noch Waffen verkaufen. Ach, das ist der Zeremonienraum. Der Assassin. Hier sind auch teilweise Leute beerdigt, glaube ich. Aber gut, dann machen wir mal die Hauptmission weiter. Ist jetzt kein Sinn darin, noch weiter rumzurennen und zu renovieren. Ich gucke noch mal bei der Bank, wenn wir gerade sowieso rausgehen. Dann gucke ich mal bei der Bank, wie viel wir denn jetzt an Geld pro 20 Minuten machen. Ich glaube, dieser Speicher mit diesen 100.000 oder so, was da jetzt reinpasst, wird, glaube ich, volllaufen. Gehe ich erstmal fest von aus. Oh, 80.000. Okay. Ach, ich wollte gucken, wie viel man kriegt. So. Buchführung. Wir kriegen jetzt 15.000 alle 20 Minuten. Wir haben alle Geschäfte renoviert. Okay, wir haben ansonsten Rosa und Fiora. Liebesgebäude haben wir noch keine. Wir haben drei Söldnergebäude. Wir brauchen jetzt noch zwei Kurtisanengebäude und drei Diebesgebäude. Und dann bin ich zufrieden. So, Wahrzeichen haben wir bis jetzt nur Mausoleo di Augusto. Und ansonsten haben wir hier noch die Rabatte gekriegt. Wir haben insgesamt verdient mehr, als wir ausgegeben haben. Und ich hoffe, das wird sich weiterhin so halten. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt uns immer auf den Weg zur Hauptmission. Lenke, wie ihr seht, eher mit der Kamera, weil der dadurch sogar besser lenkt. Wenn ich mit beiden in die richtige Richtung gehe, finde ich. Das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde auf uns. Andiamo! Abgebogen. Oh, auch zu Engelsburg. Hier links reingemusst. So. Das haben wir jetzt auch. Jetzt müssen wir gucken, wo die Hauptmission sich befindet. Direkt da. Okay. Ich wünsche mir auch mal ein Assassin's Creed in Deutschland, also im alten Deutschland. Ganz komisch gerade. Salve.
Requiem ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst mit päpstlichen Gemächern konfrontieren. Oh nein. Nein, musst du nicht. Mach ihn kaputt. Dankeschön. Okay, ist das, wir müssen da hoch. Achso, das war eine optionale Sache schon wieder. Och, ich hasse dieses Spiel, ne? Dass so eine Sachen optional sind. Ich dachte, das wäre egal, wir lassen das jetzt. Hauptsynchronität lassen jetzt mal außer Acht. So. Okay, da ist unser lieber Freund Cesare Borgia. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Jemand sehr zickiges. Können wir uns hier rein verstecken? Nein. Was macht es da? Ich doch gerade. Ich hab keinen Bock auf Konfrontation, obwohl ich diese Sache gerade nicht hab. Dass er die Hände nicht sieht, finde ich interessant. Wieder. Warte, bis er nach vorne geht. Ich will jetzt keine Konfrontation haben, unnötig. Immer so tun, als würde ich das Ziel trotzdem erreichen wollen. So. Wo ist das nächste Ziel? Wir müssen zu der Tür, oder was? Okay. Was? Boah, dieses Spiel manchmal, ne? Jetzt geht's hier rein, endlich. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Aber Rang natürlich die Scheiße. Geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Oh.
vergessen, wo man am besten lang gehen kann. Eigentlich ja da, um anzufangen. Denk mal, dass man dann darüber geht oder so, ja. Ich finde schade, dass das Sense of Time Remake auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Wie soll ich da auch drauf kommen? So als Nebeninfo, Sense of Time, also Prince of Persia im Allgemeinen, war mal... der ist so gesehen der Urvater von Assassin's Creed. So. Okay, man merkt, dass ich das am wenigsten in letzter Zeit gespielt habe. So. Haben wir hier nicht Dingens runtergeschmissen? Weiß es gerade nicht. Hier sind die Kerker. Ei. Idiot. Jetzt geht's hier hoch. Jetzt wäre spätestens Ende für mich gewesen. Oder jetzt. Aua. Komm, du Max. Und Max. Warte mal, ich muss einen höher, oder? Ja, jetzt macht's Sinn. Oh.